Frau Präsidentin, Frau Ministerin, geschätzte Kollegen im Bundesrat. Rund ein Viertel des österreichischen Solarstroms kommt aus Oberösterreich. Der PV-Ausbau auf Dächern hat hier für uns höchste Priorität. In der Strategie bis 2030 aus Oberösterreich soll bis 2030 die Stromerzeugung durch Photovoltaik auf 3500 Gigawattstunden verzehnfacht werden. Aus unserer Sicht sollen prioritär der Photovoltaikausbau auf Dächern und die Nutzung von verbauten oder belasteten Bereichen wie Parkplätzen oder Verkehrsrandflächen vorangetrieben werden. Neben der Errichtung von PV-Anlagen ist uns aber auch die Netzentwicklung und da vor allem die Netzstabilisierung ein wichtiges Anliegen. Es muss sichergestellt sein, dass private Stromversorger, Stromerzeuger auch in die regionalen Netze einspeisen können. Hier denke ich, gibt es noch Aufholbedarf. Ein Blackout wäre fatal für die Wirtschaft, aber auch für die privaten Haushalte. Wir in Oberösterreich forcieren durch die Energie AG den Netzausbau und um die Speicherkraft von Strom zu gewährleisten, sind zwei Pumpspeicherkraftwerke in Ebensee und Molen in Planung und im Bau. Die Verhandlungen sind mit den Grundbesitzern äußerst schwierig und da appellieren wir an die Unterstützung der Ministerin. Danke.